Ich kann mich dran erinnern, dass hier ein Zombie auftaucht. Und hat er sich im Wandschrank versteckt? Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Resident Evil HD Remastered 93 Studio. Hier, wir sind wieder mal in der Residenz. Man könnte aber auch sagen, es ist die Zoo-Handlung in diesem Horrorspiel, weil wir werden auf riesige Spinnen treffen, wir werden auf Schlangen treffen, auf Riesenhaie und auch ein paar mutierte Pflanzen. Gut, das ist zwar jetzt kein Tier, aber es ist auch biologischer Herkunft. So. Dann tue ich jetzt doch erstmal hier meine Sachen verstauen. Alles verstauen, was geht. Was ist mit deinem Licht los? Gut. Das kann ich ablegen. Das kann ich ablegen. Das könnte ich auffüllen, wenn ich wollte. Das könnte ich aber auch erstmal ablegen. Ich habe ja ganz viele Kräuter draußen. Also ganz viele Hiking-Schöne. Gut, das Gewehr nehme ich mal mit. Und auch die Gewehrmunition, weil die funktioniert richtig gut gegen die Spinnen. So. Jetzt bin ich gespannt. Da ist ja dieser eine Teil, bei dem dieser Tentakel von der Pflanze durchkommt. Kann ich dem bereits einmal ausweichen? Ich glaube ja, weil hier ist die Kiste. Ja. Die Kiste kann ich jetzt schieben, einfach übers Loch schieben und dann kann mich der Tentakel nicht mehr erhaschen, weil ich nämlich dann über die Kiste klettern kann. Das ist dann das Trick, das Ganze, weil irgendwann würde man ansonsten wahrscheinlich zu Tode gekuschelt werden. Ich glaube, weil es mehr am Ende war und weil ich hier so viel Zeit investiert habe, sind mir viele der Rätsel noch in Erinnerung geblieben. Ja, also hier kann ich jetzt einfach durch. Da brauche ich ja dann die ganzen Schlüssel. Da kann ich, glaube ich, noch nicht durch die Tür. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Tür steht 001 mit der Lizenz zum Lesen. Ich kümmere mich, glaube ich, am besten gleich darum, weil da kommt die Riesenspinne von der Decke gekrabbelt. Aber da werde ich nicht zu Spider-Man. Nee, da werde ich zu Spider-Kost. Aber besonders, wie es einem auch präsentiert wird. Mal guckt, wir gehen ja durch und... Bam. Das stimmt, total vergessen. Die werden ja mit einem Schuss erledigt. Aber da drüben, da wartet schon die andere Spinne auf mich. Ich glaube, das sind insgesamt drei Stück oder so von denen. Ja, ich hasse es. Ich hasse es, wie gut die hier... Bam. Volltreffer. Nuxtor. Durch den Kopf. Durch in den Kopf rein, durch den Hintern wieder raus. So läuft's am besten hier. Kleine Spinnenbabys. Ne. Euch werde ich jetzt hier nicht als Waisen zurücklassen. Vergesst es. Was haben wir denn da nochmal Schönes? Das rote Buch. Nimm mit, immer stimmt, da waren die ganzen roten Bücher gewesen. Ich glaube, was mich einfach so besonders an den Spinnen stört, ist, dass die so realistisch gehalten sind. Also ich meine, im Vergleich zu den anderen Sachen... was will ich sagen? Ich finde die Worte nicht. Die sind so detailliert. Ja, das ist nicht einfach nur so... Ja, das ist das Wort. Das ist das richtige Wort. Detailliert. Bei anderen Spielen, wenn man sich das mal in Erinnerung hochruft, ja... Wie sehen die Spinnen aus? Sie sehen eher aus wie, als wären das nackige Eier. Ja, haben eine sehr glatte Haut. Aber diese Spinnen, die sind definitiv sowas wie Vogelspinnen oder Vogelspinnen verwandt, also so Tarantula-mäßig. Die haben natürlich ganz viel Haare. Ja. Und das ist das, was dann halt... Das hätten sie nicht machen müssen. In Penumbra, ein anderes Horrorspiel, was ich gespielt habe, da sehen die Spinnen auch nochmal ganz anders. So wie ich es beschrieben habe, die sind eher nackig, die haben lange, spitze Beinchen. Hier diese Tarantin, die halt diese langsame und diese... Vielleicht soll ich die doch nicht unbedingt mitnehmen, oder? Ich lege jetzt erstmal meine Waffe ab. Boah, so viele Biester werde ich treffen. Da brauche ich eher das große Kaliber, gell?
Deshalb wird mir so ungemütlich bei diesen Spinnen, weil die so detailliert sind, so naturgetreu. Und nicht nur so fiktiv, so cartoonmäßig sind sie nicht. So, zum Glück wurde ja schon aufgeräumt, das ist prima. Ja, stimmt ja, jetzt. Das Gute ist, ich brauche mein Feuerzeug nicht immer mitnehmen. Ich hab's nämlich. Eine rötliche Lampe, sie ist nicht angezündet. Ja, zünd sie an, die Sau. Witz. Okay, das muss ich mir jetzt nochmal aufschreiben, weil das sind ja die ganzen Symbole, die ich mir merken muss. Habe ich einen Stift? Okay, rot war das Auge. Rot Auge. Was könnte es bedeuten? Es war ja, glaube ich, was wegen dem Code für das Labor, wo ich das Mittel für die Mutantenpflanze, also dieses Gift entwickle, ja. Und dafür brauche ich hier die Nummern von den Billardkugeln. War ja nochmal eine Spinne gewesen? Okay, anscheinend nicht. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber, ja, aber, es hat schon eine Wichtigkeit, diese Kugeln. Ja, da oben ist ja auch eine. So, angezündet. Fitz. Also orange. Also das waren ja, glaube ich, auch alles Augen, aber bestimmte Augen. Also da wollte ich mir ja die dann abzeichnen. Das war ein rundes Auge mit zwei Wimpern oben drüber. Was könnte das bedeuten? Ich glaube, das Buch kann ich mal auch anschauen, oder? Prüfen? Ein Buch mit rotem Einband. Buch mit rotem Einband. Öffne dich. Ein Buch mit rotem Einband. Die Seiten sind alle leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich das Buch irgendwo einsetzen und dann das Bild formen, damit dieser Geheimgang sich öffnet, damit ich zu der Pflanze überhaupt reinkomme. Das war's doch, oder? Glaube ich zumindest. Ja, noch mehr Muni. Beine übersehen. Ich wette, auf einer höheren Schwierigkeitsstufe würde das gar nicht angezeigt werden. So, und das grüne Licht. Erstmal der erste Hilfekasten. Was ist da drin? Eine Pistole? Eine geladene Pistole? Was soll denn das bedeuten hier? Ja, wenn du Hilfe brauchst, ja, dann... Mach's dir einfach leichter. Oh, und da sind ein paar Kräuter. Eine Mischung aus grünem und blauen Kräutern. Ja, als Gegenmittel. Schade, dass ich das nicht kombinieren kann. So, und das dritte. Okay, das grüne war... Blablub, das war dieses Auge, das leere Auge. 1, 2, 3. Und unten ist was. Gut. Letztes Mal bin ich da von alleine drauf gekommen? Ich glaube ja. Also ein paar Mal musste ich mir zwar dann Videos anschauen, aber nicht bei jeder Sache. Okay, das war hier dieses Katzenauge mit den zwei Strichen an der Seite. Gut. Das waren rot, orange und grün. Habe ich jetzt noch... Ich glaube, das Kraut nehme ich mal mit. So. Soweit hatte ich ja, glaube ich, alles. Oder war da drüben noch was? War da drüben noch was? Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwas noch war. Vielleicht täusche ich mich auch. Eine Lederjacke. Ein Teil davon ist von Säure verätzt. Ja, da wollte jemand hier die Trennwand ist mit Tellern geschmückt. Da wollte jemand hier die Spinnen kraulen, das wollten überhaupt nicht. Und wenn die halt hier dann fauchen, da kommt die Säure rausgespritzt. Ja, ja. So. Ah, ich wollte mir noch anschauen, welche Zahlen bei den Kugeln das waren. Na gut. Lege ich erstmal die Sachen ab, die ich jetzt gefunden habe. Weil ich glaube, das Buch, das brauche ich ja später. Das kann ich jetzt erstmal ablegen. Und das kann ich auch ablegen. Da habe ich ja genug. Und auch die Kräuter werden hier abgelegt. Ich hätte jetzt drei Platz. Nehme ich das? Ja, nehmen wir das einfach mal. Das Gewehr. Ich bin wirklich gespannt. Was wird meine dritte Waffe sein? Also ich... Na gut. Oder habe ich nicht mehr Waffen? Ich habe jetzt die Magnum. Ja. Das ist meine richtig gute Waffe. Das Gewehr ist so mittelmäßig und die Pistole ist halt die Standardwaffe. Aber mit der Chill hatte ich ja noch den Granatwerfer.
werde ich da was verhältnismäßig ebenfalls Gutes bekommen. Vielleicht sowas für einen Raketenwerfer. Nee, den kriege ich erst am Ende. Was wäre denn da gut? Was würde mir gefallen? Ich weiß es nicht. Gut, was war's? Orange war dann grün. 5 meine ich. Rot war die 3. Und und grün war die 6. Das müssten, glaube ich, die Zahlen sein, die ich dann in der richtigen Reihenfolge dann bei dem Nummernschloss von diesem Labor dann angeben muss. Dafür der ganze Raum. Das ist dann auch wieder sowas so optional. Man müsste das nicht machen. Man könnte auch einfach die Schlange bekämpfen. Nicht die Schlange, die Pflanze. Aber damit kann man sich ein bisschen einfacher machen. Okay, einmal über die Kiste hoch. Alle hopp. Und die Pflanze, die denkt sich, wann kommt mein nächstes Mittagessen? Nee und nimmer, mein Freund. Diesen Hintern kriegst du nicht. Haha. Jetzt erinnere ich mich, ich werde auf Bienen treffen. Die werde ich jetzt wieder mit dem Gewehr erledigen. Ja. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Die werden nämlich nicht ausgestopft und auf das Regal gelegt. Nö. Die werden massakriert und dezimiert. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschloss steht Galerie. Und das muss ich machen, damit ich da drüben nämlich die Karte kriege. Okay, da ist eine Karte von der Residenz. Mitnehmen. Oh, da sind wir. Sie haben die Karte von Residenz. Da ist ein Loch in der Wand. Sie sehen einen großen Bienenstock. Und der Bienenstock sieht euch. Hallo. Nimm die Beine in die Hand. Nix da. Miau. Ja, super. Werden die jetzt noch da sein, wenn ich jetzt dann wieder reingehe, oder sind die jetzt einfach weg? Okay, schauen wir uns mal die Karte an. Wo wäre der nächste mögliche Raum, um reinzugehen? Da sind noch Kräuter. Das ist das, was da zu finden ist. Ach, die eine Tür war doch schon offen. Wo der Geheimweg ist, mit dem Zombie drin, den weiß ich noch, wo, da geht's dann runter und dann geht's zu den Haien ins Planschbecken. Na, Bienen, seid ihr noch da? Oder seid ihr ausgeflogen? Ich muss es so blöd fragen. Das war, glaube ich, daneben. Das war getroffen. Die schreien halt einfach nicht so wie die... verdammte Kiste. Blöde Biene. Die schreien halt nicht so wie die Hunde oder die Zombies. Na? Noch jemand? Ich hab noch genug hier. Und ich habe keine Ladehemmungen. Gut, anscheinend haben die genug. So, du Typ dort drin. Du wirst auch erledigt. Am besten sollte ich den eigentlich verbrennen, dass er nicht zum Red Hat wird. Hallo? Ich weiß, du bist hier. Oder war das woanders? Bericht zu Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Vielleicht liegt es daran, könnte das sein, dass es eine fleischfressende Pflanze ist und alles, was irgendwie Fleisch fressen kann, wird durch den T-Virus stark mutiert? Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 2 Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Der Klempner wurde schon hier angerufen, aber der meldet sich nicht. Vielleicht sind es die Hunde, die vor der Haustür sind. Die halten gut Wache. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Eine Zwiebel, ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42, wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass er das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen rangen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlangen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen, anschließenden Zähnen, saugt an den Schlingen den Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten.
Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanzenzwanzwitze zum Opfer gefallen. Berichtete Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hat den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998, Henry Sutton. Ist schon komisch, wenn man, wenn es ja wirklich so klingt, dass die Pflanze intelligent ist, dass die auch merkt, aha, wenn ich die Tür schließe, kann mein Opfer nicht mal abhauen. War hier der Zombie drin? Was war hier drin nochmal? Oder war hier drin gar nichts? Ach, Resident? Ach stimmt, Residentschlüssel. Wasser tropft aus dem Becken. Wahrscheinlich eine defekte Dichtung. Das war hier alles. Das war hier alles. Ich kann mich dran erinnern, dass hier ein Zombie auftaucht. Oder hat er sich im Wandschrank versteckt? Ich wusste doch! Ich wusste doch, dass der hier ist! Hier gibt es nichts Besonderes. Ja, der braune Fleck, der war schon vorher da. Jesus Criminy. Das ist so eine Sache, wo ich finde, das ist schlimmer, wenn man etwas schon kennt oder man weiß, da kommt was im Horrorspiel, man weiß aber nicht wann. Wenn einen einfach irgendetwas erschreckt, ohne dass man drauf gefasst war, natürlich erschreckt man sich dann trotzdem, ja, aber man wird halt wirklich dann auf dem falschen Fuß erwischt und denkt sich, ah, verdammt nochmal, jetzt hat's mich erwischt. Aber das gerade eben, Sie haben den Schlüssel für die Residenz verwendet. Jetzt brauchen Schlüssel nicht mehr ablegen. Da, Dankeschön. Ich wusste, dass er kommt. Aber ich wusste nicht, wann. Hat sich hier vernachlässigt gefühlt. Ich weiß, du stehst da. Achso. Das stimmt. Du hängst erstmal nur da. Du wirst erst runterfallen und dann wirst du dich verwandeln. Wie ich damals da auch noch die Tür übersehen habe. Das ist auch schon wieder hier diese Melodie. Was bedeutet die Melodie nochmal? Was hatte ich selber gesagt? Okay, da habe ich jetzt einen Schuss verschwendet. Dass da irgendwas passiert. Klopapier, es ist verfärbt. Nicht gut genug. Okay, abgeputzt oder was? Sie ist voller Schmutzwasser. Stöpsel ziehen. Yo. Was sagt mein Munitionsstand? Da ist etwas in der Badewanne. Kontrollraumschlüssel. Miete nehmen. Okay. Bam. Ich glaube, das ist alles hier drin, was ich brauche, oder? Jo. Das heißt, ich könnte dich jetzt einfach... Ich hätte den auch einfach in Ruhe lassen können. Aber besser weiß ich, sie sind tot. So, Kumpel. Du fällst jetzt gleich runter. Und dann muss ich dich wieder bekämpfen. Munition. Selbstverteidigungswaffe mitnehmen? Ja, stimmt. Das ist mit dem einen Schuss von der Magnum. Selbstmordbrief. 22. Juni 1998, 9.30 Uhr. Warum auch immer da genau die Uhrzeit draufstehen muss, damit dann vielleicht die von der Leichenhalle dann wissen, aha, da war der Todeszeitpunkt. Ich musste es tun. Wir rannten von den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unverendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte verstehe mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Okay, nimm die Munition mit.
Du fällst gleich runter, das weiß ich. Ich nehme die Munition mit. Noch irgendwas hier im Schrank? Ein alter Bücherschrank. Die Bücher handeln fast alle von Literatur und Philosophie. Hier ist nichts mehr zu finden. Fällst du jetzt runter? Ich gehe nochmal auf Nummer sicher. Hier ist nichts mehr, was ich brauche. Also du kannst gerne runterfallen, du kannst dich gerne verwandeln. Du hast dich als Mensch hier aus dem Leben abgesondert, so wie du es wolltest. So, wieder Fee gesammelt. Schön, alles wieder in die unendliche Kiste rein. Das unendliche Buch ist von gestern, ja, ja. Könnten wir doch auch mal wieder speichern. So. Die tue ich mal ablegen. Ja, hier ist so viele Sachen. Das tue ich mal ablegen. Das nehme ich mit 20 Schüsse. Ja, das lasse ich mal. Dann lasse ich nämlich noch hier Platz für zweierlei Sachen. Das Farbband, was sagt meine Gesundheit? Ich bin gesund, esse immer gut mein Gemüse. So, eine Schreibmaschine. Vor 2 Jahren. Wieder Dankeschön. Ting, 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 ting. Dass ich damals ja so viele Speicherpunkte hatte, lag aber auch nur daran, weil ich halt wirklich sehr vorsichtig war. Hätte das sein müssen? Nicht unbedingt, aber hey. Aber hey, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn man nämlich dann tot ist und nicht wieder gespawnt werden kann, dann kann man sich das hier schenken, hier mit dem ich hätte es besser machen können. Außer man weiß, dass man wieder gespawnt wird. So. Da drüben waren jetzt ja nur die Kräuter, die ich mitnehmen könnte. Gut, wieder rüber über die Kiste. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Wenn der Typ sich jetzt halt verwandelt, werde ich den halt mit ein paar Gewehrschüssen mehr den Rest geben. Bei den Haien... Ich glaube, bei den Haien lasse ich es einfach, weil... Den kann ich gern im Normalfall gut ausweichen. Gut, Kontrollraum. Den Kontrollraum brauche ich ja für unten. Da, wo ich jetzt hinuntergehe. Hat er sich schon verwandelt? Hallo? Der braune Fleck ist von mir. Ist das schon ein roter Fleck? Nirgends zu sehen. Aha, stimmt, da muss ich schieben. Hallo? Hallo? Da ist eine Leiter hinuntersteigen. Ja. Müsste man extra eine Taste drücken, um es zu schieben, anstatt einfach nur hinzugehen? Viele Leute hätten es wahrscheinlich übersehen. Okay, ich gehe mal vorsichtig an die Sache dran. Vorsichtig, ich renne mit vollem Karacho raus. Die Tür kriege ich erst später auf. Die Kiste muss geschoben werden. Moment. Lass mal los. Lass mal los, lieber Chris. Ich weiß, du hast Muckis. Fangen wir mal mit der Kiste an. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Schön alle Kisten ins Wasser schieben. Platsch. Und die nächste Kiste. Ich hab so das... Was ist mit der Musik? Man hätte diese Szene vielleicht etwas besser machen können, indem, während man die Kisten hier verschiebt, würden von irgendwoher Monster kommen. Ob das jetzt hier irgendwelche Insekten oder so sind, keine Ahnung. Aber dadurch, dass man halt ein bisschen unter Zeitdruck leidet. Oder eben die sich das lieber auf wie in den Riesenhain. Dass man hier durchgeht, ohne hier, dass man, dass man mit beiden Beinen durchkommt. Ja, ja. So, und... Frag dich lieber nicht, mit was die gefüllt sind, die Kisten, wenn die so schwer sind. Ja? Wenn es ein bisschen verfault riecht, könnte es das Futter sein für die Tiere oder vielleicht auch was ganz anderes. Okay, jetzt können wir rübergehen. Eine provisorische Brücke. Hey. Geute. Nehmen wir die einfach mal mit. Sicher, sicher. Kommt da unten? Nee. Kein Zombies. Da kommt da. Kam da schon das Wasser. Das stimmt ja. Da war ja dieser Abschnitt mit dem, wo man das Wasser aufhalten muss. Hoffe ich darauf, ob ich das noch hinkriege. Richard! Die Szene ist neu. Chris! Chris, stop! No! Richard!
Ach, deshalb hieß es Achievement, das Unausweichliche hinausgezögert. Der wäre so oder so oder so gestorben. Der arme Richard. Autsch. Na warte. Haut ab. Ey. Ist mir egal, wenn eure Mama sauer wird. Wenn ihr mich beißt, dann schieße ich zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Mama ist sauer. Die Mama ist sauer. Die Mama ist sauer. Schnell aus der... Hier raus. Sie haben den Schlosswindel und Kontrollraum geöffnet. Die brauchen den Schlüssel nicht mehr ablegen. Yo, yo, yo. Der arme Richard. Also das Ganze ist wirklich nur... Im Grunde wirklich nur für ein Achievement. Ja? Man hat den Richard gerettet. Wunderbar. Nur, dass er später hier gefressen werden kann. Was hat der Richard hier unten überhaupt gemacht? Wie ist er überhaupt hier unten hingekommen? Und wenn er hier unten ist... Hallo, Mama Mega. Wo ist dann bitte die Rebecca? Ja, stimmt. Da war sie noch hier. Die Karte. Die ich damals hier vergessen hatte. Pff. Sie haben die Karte vom Aquaring. Sehr schön. Feine Sache. Nee. Gut, kümmere ich mich mal gleich um das Zeug. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Drücken. Jo. Und Mama Mega ist das Power. Denn sie braucht das Wasser. Die sind nicht unbekannt. Ich weiß, woher der Druck kommt. So. Die Druckkammer ist verschlossen. Lösen. Wurde gelöst. Und jetzt muss ich, glaube ich, hier was drücken, oder? Hydrokregler. Sie brauchen Hydrokregler jetzt nicht zu ändern. Noch nicht, okay. Ja, 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 ich beeil mich ja schon. Fehler ablassen kann nicht fortgesetzt werden. Was muss ich nochmal drücken? Was muss ich nochmal drücken? Wurde gelöst. Sie müssen ihn per Hand bedienen. Wurde gelöst. Ja, wo nochmal? Hier drüben? Das ist ja für die Druckkammer. Umlegen, jo. Das war's gewesen, okay. Öldruckabfall. Okay, okay, da war es, das mit dem Öldruck. Öldruckabfall. Ja, 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 ja. Ich mach schon, Lass mich doch einfach... Diesen Schalter steuern die Öldruckler. Welchen Schalter drücken? Zwei. Nichts passiert. Eins. Das war verkehrt, oder? Öldruckregler. Wiederhergestellt. Also. Dann nochmal drücken hier. Dass es auch runtergelassen wird. Steuer wieder Druck mal. Erst wenn er. Lösen. Okay. Steuerhebel. Umlegen. Danke. Und jetzt runter, runter, runterfahren. Runter, runter, runterfahren. Genauso Stress wie beim ersten Mal, obwohl ich jetzt weiß, wo was ist. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, bei 90% dann aufgehört. Der wurde gelöst. Wasser ablassen. So, Mama Mega. Ihr kriegst alles wieder zurück. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Jo, jo, jo. Darauf ein gutes Kraut auf die Gesundheit. Gluck, gluck. So, dann können wir nämlich hier den Pack mitnehmen. Und lass mich raten, da sind wahrscheinlich hier wieder andere Kräuter drin. So. Mal überprüfen. Dala, dala, la, la, la. Sage ich doch, andere Kräuter. Eine Mischung aus zwei Grünkräutern. Auch gut. Gut, dass du sagst, doppelte Mischung, weil sonst hätte ich das vielleicht mischen können. So. Wirklich, wenn man weiß, wo man was findet, geht's ratzfatz hier durch. So. Wo bin ich hier jetzt nochmal? Aquaring. Sie haben einen neuen Gegenstand in Ihrem Inventar. Stimmt, ich tue ja gerade online spielen. Auf den Materialien steht Dynamit. Sie sind völlig durchweicht und nutzlos. Aber was ist das hier? Gewehrmunition. Und da ist auch noch was. Was ist das hier? Magnum-Munition? Noch mehr Gewehrmunition. Sah irgendwie heller aus. Tauchanzüge und Netze. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Ja, doch, hätten wir auf Tauchgang gehen wollen, wäre ja was gewesen für uns. Gut. Ich habe Muni zum Abwinken. Das ist sehr gut. Das ist sehr fein. Muss alles hier in die Zombies rein geschossen werden. Oder gefüttert werden. Je nachdem. Vielleicht würden sie auch an der
Eisenvergiftung sterben, was weiß ich. So. Ja, ja. Kannst du liegen bleiben. So, Mama Mega. Ich darf nicht zu nah an dir laufen, das weiß ich. Okay, ganz vorsichtig. Yep. Schalten wir. Wir versuchen es mal. Die Durchflusssteuerung, sie hat keinen Strom. Dann schalten wir an. Der Generator für die Durchflusssteuerung. Hebe nach unten drücken. Yo. Fitzel. Das Ding sieht aus, als würde es ihnen einen Stromschlag verpassen. Wie kriege ich das jetzt nochmal hin? Ach, da stimmt, da oben ist was. Hey! Mama Mega. Bis in den Tod hinaus tust du mich ärgern. Der Generator für die Durchflusssteuerung. Hebe nach oben drücken. Jo. Und jetzt schieben wir erstmal das Teil rein. Habt ihr Lust auf Fischstäbchen? So lecker Backfisch. Ja, dann bitteschön, einmal zum Mitnehmen die Portion. Ja. Die Bestellung kann man aber auch nur einmal machen. Danach ist nämlich hier der Grill futsch. Der Generator für die Durchflusssteuerung, er ist hin. Und Mama Mega zum Glück auch. Und jetzt ab zum Federnschlüssel, den Residenzschlüssel mitgenommen. Und welcher war das nochmal? Prüfen. Für die Galerie. Das Wort Galerie ist eingraviert. Jo, jo, jo. Wie lange ich letztes Mal dafür gebraucht habe. Gut. Da oben war ja noch der Bereich, wo ich dann... Bist du jetzt... Hat er das gerade ausgespuckt? Ne, ernsthaft? Lag das da? Oder ist es erst ausge... Das ist der Hai, der Richard gefressen hat. Und als ich auf ihn geschossen habe, hat er den wahrscheinlich wieder ausgespuckt. Oder das lag da, nachdem er dann hier abgesoffen ist, nachdem er hier aufs Trockene gelandet ist. Und jetzt habe ich seine Waffe. Richard, ich hab's für dich getan. Muss ich hier jetzt durch? Kann ich hier durch? Ich könnte, glaube ich, auch den Aufzug nehmen, oder? Aber gut, jetzt habe ich endlich die Antwort auf meine Frage. Was ist hier meine zusätzliche Waffe? Es ist das Kampfgewehr. Aber dafür habe ich leider noch keine Munition. Oder könnte ich hier den Hai nochmal ein bisschen wie eine Pinata bearbeiten, damit er ein paar Patronen ausspuckt? Oder kommt er aus dem anderen Ende wieder raus? Sweet. Jagddecke können sie nicht tragen. Ich will das aber. Ich will es aber. Gut, dann nehme ich das hier. Oh, er hat 10 Schüsse frei. Magnum-Munition. Mitgenommen. Wenn ich jetzt nämlich da hochgehe... Hier habe ich alles. Jo, sehr schön. Komme ich, glaube ich, bei der Tür raus, die von der anderen Seite verschlossen ist. Dann kann ich mir nämlich hier dann eine Abkürzung zu diesem Abschnitt bahnen. Nicht so wie bei der U-Bahn. Oder der Deutschen Bahn. Sie haben die Tür aufgeschossen. Yes, sorry. Also mit den Hai muss ich mich nicht mehr beschäftigen. Die Hai, die sind jetzt Hai-Hai. Also nicht Hai im Sinne von sondern Hai-Hai von hochgeflogen sind die. Wobei die runter nachgegangen sind. Seine Leiter hinaufsteigen, ja sorry. Hoffentlich wartet der Zombie nicht da als Redhead auf mich. Och, lecker Kampfgewehr. Hallo? Der Zombie ist weg. Überraschenderweise. Überraschenderweise ist der Zombie weg. Oder hat er sich selber in den Teppich gewickelt und ist dann naja auf zum Schrottplatz gekommen? Moment, da war doch das, glaube ich, wo ich den Wesker höre, oder? War das nicht hier? Hast du wieder in der Galerie verwendet? Wir brauchen den Schlüssel nicht mehr. Ablegen. Aber erstmal horchen. Wer ist denn da? War das nicht das mit dem Barry? Ah ne, das war der hier, der Abschnitt. Coole Sache. Die Munition hole ich mir später. Gut, ich glaube, soweit könnte ich jetzt erstmal mein Gewehr ablegen und könnte wieder zur Pistole wechseln, wo ich ja viel Muni gefunden habe.
Und nächstes Mal geht's dann darum, hier dieses Mittel wieder zu entwerfen, was wir brauchen, um hier die Pflanze gehörig ein zwischen die Beine zu schlagen. Also die Wurzeln, die im Grunde wie ihre Beine sind, wenn man mit den Beinen trinken könnte. Naja. Mit meinem Pep-Talk, da muss ich auch dran arbeiten. Besonders, wenn ich dann anfange, das zu erklären. Wobei, ist es vielleicht das meine Art? Erst den Gegner verwirren und dann... Hier, gegen die Kopfkehle. Gibt es eine andere Kehle? Ja, es gibt die Kniekehle. Gegen den Hals zu schlagen, das will ich damit sagen. So, wir haben Muni, wie die Magnum. Wir haben Pistolen-Muni. Wir haben ein Kampfgewehr, haben wir aber dafür noch keine passende Munition. Das Gewehr heben wir uns mal auf. Ich habe ganz viel Pistolen-Munition. Ganz viel. Aber ganz viel, also wirklich. Ich habe hier über 70 Schüsse. Das ist doch was. Das ist richtig was. Ich hätte auch noch ein Kampfmesser, das brauche ich für später auf jeden Fall noch. So. Rüsten wir mit der Waffe aus, sonst ist er ein bisschen nackig unterwegs. Kombinieren. 67 und damit hier. Hulala. Ganz viel Schusskraft hier. Und wenn es halt nur eine normale Muni ist. Oder eine normale Waffe. Kann man verwenden. Natürlich. Haben wieder viel geschafft. Bei 15 sind wir angekommen. Ting, 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 ting. Gut, meine Damen und Herren, es läuft richtig gut. Es freut mich. Ja, richtig viel Fortschritt. So kann es immer weiterlaufen. Bin bisher noch kein einziges Mal gestorben. Ich werde diesmal komme ich auch durch, ohne gestorben zu sein. Wahrscheinlich gibt es auch eher ein Achievement, wenn man das auf einer höheren Schwierigkeitsstufe schafft. Vielleicht schafft man, kriegt man auch, aber auch ein kleines, oh, du hast geschafft, hier auf der kleinsten Stufe, hast dir Händchen gehalten mit den Entwicklern, die haben dich hier durch begleitet und der Joe, der hat auch hier moralische Unterstützung gegeben. Ey, Chris, du schaffst das, du Wonneproppen. Ja. Aber es kommt auch auf den Spaß drauf an und den habe ich. Und wenn sie Spaß hat, meine Damen und Herren, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung von Resident Evil HD Remaster. Bis dahin sage ich ihr dran und ich Jovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.